Hello again, meine Rambas. Ich freue mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen zu diesem Replay von World of Tanks und wir uns heute dabei den WZ111-1-4 etwas näher ansehen werden. Gespielt in dem Fall von Valley98. Auch dieser meines Wissens kein Unbekannter, schon öfters mal hier von ihm was gesehen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie er den spielt. Auf jeden Fall Vorteil ist er, oder Vorteil hat er, dass er Top-Tier ist. So ist es richtig. Jetzt lass doch den da mal fahren, den fetten Hund. So. Und jetzt will er da rüber kreuzen. Da nimmt er sich mal das Recht, da durchzufahren. Will wohl in die Schlachtergasse, so wie ich das sehe. Und wir schauen mal, was er uns da so präsentieren kann. Tendenziell könnt ihr viel Cooles kommen, es kann aber auch unangenehm werden. So ein Objekt 704 oder so, M103 mit dem starken Turm. Alles nicht so toll, aber da prallt gleich mal das Objekt ab. Gut und glücklich so. Ja. Also die haben ja jetzt hier, da ist einiges los da vorne. Er schießt jetzt auch Premium, dass er da gut durchkommt. So. Da sitzt er auch. Normal hat er 244 Durchschlag. Mit Premium hat er 340. Also da ist da vorne alles kein Problem mehr. Jetzt hat sich der T10 aber sowas von mal frech und dreist da nach vorne durchgeschlichen. So, Objekt ist weg. Das ist schon mal kein Problem mehr. So. Und auch der Type 4 hat am Helm keinerlei Chance, wenn er hier mit Premium schießt. Und ganz ruhig, ihr könnt euch entspannen. Am Schluss gibt es noch ordentliches Plus raus. Also von dem her, die Runde mehr als legitim, auch mal Premium zu schießen. Ah, schade, dass der nicht geklappt hat. Oh, da. Fetter HE-Schaden vom Oho. Also fett 261, aber immer wieder unangenehm, weil dabei kann natürlich ganz gern mal irgendwie irgendwas rausgenommen werden, ob es Module oder die Besatzung ist. Aber hier in dem Fall. Da hat. Oh, das ging aber schnell, du. So. M103, da kommt jetzt gut ins Heck. Hängt jetzt hier ein. Der wackelt dann ein bisschen mit dem Po. Hilft ihm aber jetzt gerade gar nichts mehr. So, und jetzt der Killshot bei ihm. Zweiter Kill. Hier in dem Fall muss man von oben immer ein bisschen aufpassen, aber er fährt jetzt hier schnell drüber. Das ist ja das Schöne am WZ, dass er recht mobil ist und kommt hier dem T29 aber überraschend mal ins Heck. Ich glaube, mit dem hat er jetzt nicht gerechnet, dass da auf einmal hinter ihm einer erscheinen wird. Ja, der T10 nimmt ihn raus. Zweiter Kill nach wie vor bei fast 4000 Schaden und da heißt es auch Nice Flank WZ. Der war wirklich überraschend. So, und wer kommt denn da? Ein leichter Panzer. Oh, und wie er da gewackelt hat und noch die. Aber brennt er weg? Er brennt weg. Endlich der dritte Kill. Aber war ein schönes Schlangenlinienfahren. Vielleicht sollten wir mal den Fahrer auf Alkohol kontrollieren. So, der Indian. Und jetzt wird er noch gerammt. Bisschen angestupst für 100. Also mit den Kills hat das nicht so. Jetzt cappen die hier auch. Ich glaube, der wird zuerst mal den IS mal eine geben. Ja. IS kommt hier auch gut durch und nimmt ihn gleich den Fahrer raus. So,
Der MT25 will hier abhauen. Er kriegt schon wieder den Kill nicht. So, jetzt aber. Endlich. Vierter Kill. 6000 Schaden. Das ist so ein Pechvogel, du. 10 zu 11. Jetzt vom gegnerischen T10 eine gerade bekommen. Prallt jetzt auch noch am T54 ab. Und da hat er gesehen, dass er praktisch hier den Hit ja von seinem Mate hier bekommen hat. Deswegen hier der kurze Chat-Intervall. Ich habe mich jetzt schon gewundert, wo kommt denn der T10-Schuss her? Aber nee, das war ja seiner. Ist natürlich unangenehm gewesen. Hat natürlich ganze 400 abgezogen. So, jetzt der haut auch ab. Aber alles gut, man hatte gesehen im Chat, man kann sich auch so mal gut und gerne unterhalten. Es muss nicht immer in einem Flame War enden, sondern kann mal passieren, der eine sagt sogar, es war sein Fehler und der andere sagt, alles gut, nee, passt, läuft. Also, es gibt auch Gott sei Dank in der Community noch Leute, die alle entspannt mit der Materie Spiel umgehen. So, wer kommt denn da? Ja, das war eine schöne Kooperationsleistung. Gekettet und danach den Killshot gemacht. Und jetzt hier, da ist noch der AMX. Jetzt stehen sie wieder im Cap. T10 hat den T34-3 weggeholt. Der Krieger, der ist auf jeden Fall noch drin, mein Junge. Den holst du dir jetzt. So, der Krieger, den hat er jetzt mal. Zwei Panzer noch da. Aber den AMX lässt er den T10 wohl machen. Er konzentriert sich jetzt und wartet, was der M103 da macht. Und auf den konzentriert er sich, schreibt, da wird er auch schon WZ T110. T110? Achso, WZ und T110, good job. Oh, und das wird abgeprallt. Ärgerlichst. So, da kommt der T10 wieder auf ihn drauf. Die spielen hier sehr schön zusammen, die beiden Jungs. Muss man ihm lassen. Und jetzt kann er den Kill machen und jetzt noch einen. Und dann macht die Radley Volt das sogar noch klar. Erstaunlich, dass das noch der Fall sein kann. Nee, das schafft er nicht. Oh, ist wieder so knapp. Und der T10 schreibt auch Get 8 Kill. Also der will, dass er die Medaille sich holt. Und meines Erachtens dafür, dass er so Pech hatte mit den Killshots, hat Tether sich die umso mehr noch verdient. AMX, don't be noob, stop. Also wenn ich der AMX wäre, ich würde jetzt nicht auf den M103 hören. Aber wie gesagt, machen die beiden sehr schön. Und da ist er. Das gibt's doch nicht. So, und ja! Nice one! Radley Walters Incoming, 7920 Schaden gemacht, 1550 geblockt. Also, alles in allem eine sehr schöne Runde, hat mir sehr gut gefallen und zeigt mir, dass diese Art von Heavies einfach auch persönlich meinen Spielstil sehr stark gefallen und prägen. Ja, dementsprechend hoffe ich, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Ich würde mich über einen Daumen, einen Kommentar oder natürlich auch ein Abo sehr freuen und wünsche euch ansonsten alles Gute weiterhin bei World of Tanks, euer Alcaramba.